Hallo, lieben, herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen für Oktober und ein paar sind von September. Ja, ich konnte September, glaube ich, nicht abdrehen oder ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wir haben schon ein paar Tage nach November und ich muss das ganze Video nochmal drehen, aber egal. Fangen wir einfach mal an mit der Medimobs-Bestellung, die ich Anfang Oktober gemacht habe. Und zwar ist von mir eingezogen Elementar Assassin 1 und der zweite Band. Mit dem ersten bin ich fertig und mit dem zweiten auch. Ja, ganz, ganz, ganz klasse Bücher. Sollte jeder haben. Ich muss das Ganze mir jetzt noch einmal holen, weil es einen siebten Band gibt. Und der erscheint im Januar 2017. Und ja, die ganzen Bücher wurden neu aufgelegt. Sie sind jetzt weiß in den Covern wie ihre anderen Bücher, die ich jetzt auch gleich noch zeigen werde. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie jetzt auch so groß sind. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob die neuen Bücher von Jennifer Estep genauso groß sein werden wie jetzt Black Blade, sodass das Ganze im Regal doch noch passend ist. Ich weiß es leider nicht, aber solltet ihr das wissen, würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir das sagt, ob die neuen Bücher von ja, Elemental Assassin genauso groß sind wie Black Blade oder auch die Mythos Academy Reihe. Denn ja, ich muss sie mir jetzt neu kaufen. Denn, ja, wie gesagt, 1 bis 6 gibt es in schwarz und der siebte kommt dann halt in weiß und das finde ich halt ganz doof. Ich dachte eigentlich, die Reihe ist abgeschlossen und kurz nachdem ich die Bestellung getätigt habe und auch das bekommen habe, habe ich dann erfahren, scheiße, es kommt ein siebter Teil raus. Ja, ich werde sie wahrscheinlich irgendwie verkaufen, ganz günstig, denn sie haben Leserinnen, sie hatten auch schon davor Leserinnen. Und ich weiß gar nicht, ob durch mein Durchlesen jetzt noch ein paar dazugekommen sind oder nicht, aber viel Geld werde ich davon nicht bekommen. Aber ich finde von Medimobs ziemlich scheiße, denn ich habe 8 Euro für das Buch gezahlt und es sieht einfach so. Und das sieht einfach so, so schlimm aus. Es sind so viele Leserinnen, dass das Ganze einfach. Entschuldigung, es ist keine 8 Euro wert, denn das Buch kostet, glaube ich, 12. Neu. Moment. Neu kostet es 13 Euro und ich weiß nicht, wie es... Ja, als nächstes habe ich mir Black Blade geholt. Das ist auch bei der Medimobs-Bestellung gewesen. Und das hat keine Leserin. Es ist ein bisschen blau. Ein bisschen schmutzig. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie weg. Wir wollten das gemeinsam in lesen mit der WhatsApp-Gruppe. Irgendwie hat es nicht geklappt. Ich hoffe, es klappt nur an die nächsten. Ansonsten werde ich das alleine durchlesen, denn ich möchte es unbedingt dieses Jahr noch fertig haben, denn es gibt ja der dritte Band, ist erschienen im Oktober und ich werde mir auch den zweiten und den dritten Band, sobald ich den ersten durchgelesen habe, auch holen. Das war noch nicht alles von Jennifer Estep, denn es kommt jetzt noch Frostkuss, der erste Band der Mythos Academy Reihe und Frostfluch, der zweite Band. Ja, ich habe den ersten Band leider in der schwarzen Edition, in der neueren Auflage. Das Problem ist einfach nur, wenn ich jetzt mehr von Jennifer Estep haben will, also die anderen Bücher, dann passt das einfach nicht mehr im Bücherregal. Deswegen, ja, werde ich das alte Buch von ihr verkaufen und ja, die weißen Bänder. So sieht der andere Teil aus. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde das Blaue einfach viel, viel, viel schöner. Es gefällt mir einfach viel, viel mehr als das Cover. Aber das Bücherregal geht immer vor. Keine Zeit für Vampire von Katie McAllister. Das ist das letzte Band, das ich noch nicht gelesen habe. Alle anderen habe ich schon gelesen. Ich bin ein großer, großer, großer Fan von Katie McAllister und bin auch ziemlich gespannt auf ihre historischen Romane, denn die will ich auch noch lesen. Und auch ihre Dragon-Reihe habe ich auch schon ein paar Bücher und die werde ich auch auf jeden Fall mal lesen. Die stehen auch auf meinem Sub, aber ja. Von Lindsay Sands, das ist der Band, der mir so lange schon gefehlt hat. Eine Vampirin auf Abwägen, das ist der dritte Band. Der kam eigentlich viel später raus. Und ja,
Habe ich noch nicht gelesen, ist der fehlende Band und bin jetzt froh, dass ich es habe. Jetzt kann ich endlich auch mit der Reihe komplett anfangen. Denn ich habe den ersten und zweiten Band schon vor Ewigkeiten gelesen, aber ich weiß noch, um was es so geht. Und ja, hier geht es halt um die Argenauer Vampire und die sind was ganz Besonderes. Und ja, das habe ich mir auch noch bei Mediamaus bestellt, City of Bones, den ersten Teil. Ich möchte ja auch alle mal besitzen, denn ich bin eigentlich ein großer Fan von der Reihe. Ich habe Lady of Midnight gehört. Es hat mich echt begeistert. Schade fand ich es nur, dass es hieß, es ist ein komplett neuer Teil und dass er nichts mit den anderen Bändern zu tun hat. Leider kam Clary und so in dem Teil vor und ich kannte sie jetzt schon ein bisschen, weil ich die Serie und den Film angeschaut habe, aber jetzt nicht so stark, dass ich sagen kann, ich kenne ihre ganze Geschichte, wie alles passiert ist. Und man erfährt halt doch ziemlich viel, denn es ist eigentlich, ja, man erfährt halt einfach viel. Dann Monday Club von Christine Kuhn habe ich auch schon gelesen. Gibt es keine Rezession, nur auf Lovely Books und ja, den zweiten Teil will ich unbedingt noch haben und der dritte sollte eigentlich im Oktober erscheinen. Leider tut das jetzt nicht und erscheint jetzt im Januar oder Februar 2017 und das finde ich voll doof, weil sonst hätte ich mir 2 und 3 gleich geholt und ja, aber jetzt wird es sich doch nicht ausgehen. Ein Sommer in Tokio, ich wollte mal Tokio Bücher bestellen. Und ja, das ist das erste von Lux, mein Lieblingsverlag. Und Brenda Sankt John Brown kenne ich jetzt nicht wirklich. Hier geht es halt um ein, ja, um ein Mädchen, das sehr schwer leidet, weil sie, ja, ihre Mutter ist verstorben und ihr Vater hat einen Job in Japan angenommen und alles wechselt in ihrem Leben und damit kommt sie nicht wirklich klar. Und ja. Mal schauen, wie das Buch so sein wird. Ich habe es genommen, weil es mit Tokio zu tun hat und ich wollte unbedingt Tokio-Bücher lesen und jetzt habe ich 2 Stück und jetzt das ist das zweite Tokio-Buch, das ich bestellt habe in 7 Nächte in Tokio. Darüber habe ich auch schon eine Rezension geschrieben. Ich weiß nicht, welches Video vorher rauskommt, aber ich werde es auf jeden Fall unten verlinken und ja, alles andere erfährt ihr in der Rezension. Ich mag das Buch. Finde das klasse und ja. Dann die Mondprozessen. Das Buch habe ich eigentlich schon Mitte September vorbestellt. Am 1. Oktober ist es eigentlich erschienen. Bekommen habe ich es am 14. und gelesen am 16. Und leider kam das Video erst viel später, weil ich es dreimal drehen musste, bevor es wirklich geklappt hat. Naja, auch hier werde ich euch die Rezension verlinken, denn das Buch ist einfach richtig klasse. Ich würde es jedem empfehlen. Es sind nur 12 Euro und einfach klasse geschrieben und ich werde auf jeden Fall noch mehr schauen von der Protagonistin, wie sie so schreibt und genau. Letztes Jahr im Sommer habe ich mir das gekauft, also neu, nicht gebraucht und ja, das ist Bloodlines von Rachel Mead, die auch Vampire Academy geschrieben hat, die auch Dark Swan geschrieben hat oder Succubus Blues und ich bin ein riesiger Fan von ihr, denn ich habe die Vampire Academy Reihe habe ich vor Ewigkeiten gelesen, noch bevor es nicht mal gehypt war, weil da waren die Bücher für 2, 3 Euro auf Rebuy zu kaufen und jetzt kosten die teilweise immer noch 5, 6, 8 oder 10 Euro. Und das finde ich halt ziemlich scheiße, denn ich wollte mir einfach alle Bücher nochmal nachkaufen, denn schließlich habe ich den sechsten Teil zu Hause. Aber leider die anderen Teile nicht. Aber ich kenne sie und ich weiß, um was es geht. Und ja, letztes Jahr habe ich mir das Buch gekauft. Das zeige ich euch jetzt einfach nur so. Denn ich habe mir bestellt, auf eBay gekauft, habe ich mir dann die Goldene Lilie. Das Buch habe ich auch schon gelesen. Ich mag Sydney richtig, richtig gerne. Und hier geht es halt auch teilweise um Vampire, aber jetzt nicht mehr so schlimm, wie es halt bei Vampire Academy geht. Und ja, unsere Protagonistin ist Sydney und auch Adrian kommt vor und Adrian ist einfach mein Liebling. Ich liebe ihn. Ich fand das echt, echt schade, dass Rose nicht mit ihm zusammengekommen ist. Und ja, aber Dimitri war eher richtiger, das hat man auch gesehen. Irgendwie wollte man, dass beide mit ihr zusammenkommen, aber natürlich geht das nicht. Ja, na, die beiden habe ich schon gelesen, dann dachte ich mir, ich will unbedingt weiterlesen, also habe ich mir dann auch auf eBay bestellt, und zwar das Magische Erbe, das ist der dritte Band.
Auch hier geht es um Sydney. Die ganze Reihe hat 6 Bücher und alles dreht sich nur um Sydney und großer Fan von Sydney. Genau. Den vierten Band habe ich dann vor längerer Zeit mal auf, weiß ich nicht wo, gekauft. So lange her. Das ist Feuriges Herz. Und den fünften Band habe ich jetzt auch schon gekauft. Entweder ist es die goldene Rubine oder irgendwie sowas oder Schattentraum, irgendwie so. Eins finde ich an den Büchern richtig scheiße und zwar das. Merkt ihr das? Es ist einfach schwarz, bisschen rot, bisschen blau und dann kommt dann richtig krasses Grün und das passt dann einfach gar nicht mehr so in die Reihe und ja. Aber leider ist es so. Dagegen kann man nichts machen. Neu, nagelneu habe ich mir gekauft, weil ich ein großer Fan von der Autorin bin, ist Glimmernächte von Beatrix Kurian. Das ist noch verpackt, wie man sieht. Ich kann leider das Holo nicht wirklich zeigen, aber es ist, ja man doch, man erkennt das richtig stark. Ich finde das Cover richtig schön, irgendwie erinnert mich an das in Selection und ich habe noch nicht so ein Selection gelesen. Vielleicht werde ich das nochmal tun, wenn die Bücher mal wirklich ein bisschen günstiger sind, weil ich will sie mir nicht neu kaufen. Außer ich werde mir den Schuber holen und vielleicht das. Aber ja, egal. Ja, hier geht es um ein Mädchen, das ihre Mutter an jemanden heiraten tut, den sie. Und sie muss dann halt dorthin ziehen. Und es ist ein Schloss in Dänemark. Und ja, und ich habe nicht viel durchgelesen, denn ich habe, ja, wollte es unbedingt haben. Da es ja von Beatrix Kurian ist und ich einfach viele Bücher schon von ihr habe und auch schon einige gelesen habe. Normalerweise schreibt sie ja Thrillers und hier steht nicht mal irgendwas, was das eigentlich hier ist. Ja. Genau. Genau. Und ich bin gespannt, was es geht. Das werde ich auf jeden Fall im November lesen. Dann ein Buch, was ich jetzt schon öfters in der Kamera halte, ist Die Stille von Cody McFadden. Das sind die 23 Euro fast nicht wert, aber dazu eine Rezension, die verlinke ich euch. Und mehr will ich dafür überhaupt gar nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!